herzlich willkommen zurück, euer GB Crazies mit dem Start, ihr verrückten Vögel. Wir sind wieder im Dungeon Boss und ich habe gestern gesagt, also ist es heute in der Früh, habe ich gesagt, heute Abend, ja, da werden wir was für euch kaufen. Und ja, für euch. Und zwar, wir haben hier Events und hier kann man, oh ja, für einen ganzen Tag, für die Gilde, oh yeah. Sicher dir einen Vorteil und steigere den Heldenmut deiner Gilde. Okay, ich habe erst 1300, ich muss da jetzt noch ein bisschen pushen, was das angeht. Ansonsten haben wir, alter Leute, guckt euch das an. Wir haben schon 47.000, das heißt, wir haben bald die 60.000 erreicht und wir können nachher das hier ausspielen. Obscura Dämone, die Obscura Dämone, benötigt noch 39.000, was, so viel noch? War das gestern nicht? Okay. Benötigt noch 39.000, what the fuck? Ist das jetzt angestiegen jetzt da? Egal. Falls ihr euch wundert, warum ich mein linkes Auge so angeschwollen ist, ich habe keine Ahnung, ist entzündet. Da! Schaut voll hässlich aus. Warum zeige ich das überhaupt? So, wir müssen hier ein bisschen pushen, unsere Gilde. Das heißt, wir hören uns 3 Wiederbelebungsdränge mit. Hoffen natürlich, dass wir das auch irgendwie schaffen. Wäre schlecht, wenn nicht, ja. Und dann gucken wir mal, ob wir was preisen damit. Oh Mann, ich bin müde. Dann brauchen wir das. Boah. So, nun denn. Da schicken wir mal. Wir wissen, die Dinger buffen, auch. Alles bufft hier nur. Aber die sind böse. Also immer weg mit denen. Wow. Und den kloppen wir auch weg. Bams. Schuppenschwanz. Bams. Oh yeah. Die kann man nur ausschalten am Anfang. Ich habe leider keinen Diamant mehr. Uha. Das kann böse enden. Das kann echt böse enden. Wir machen die da weg. Sehr schön. Die buffen sich schon wieder. Autsch. Autsch. Das tut weh. Das tut fucking weh, Alter. Oh, Mann, oh Mann. Death entfernt. Sehr schön. Die Schwäche ist weg. Dann können wir die zwei wegboosten. Tschüss. Ja, zwei Pilze. Alter, was die aushalten ist. Die ab mir mal. Bams, hau ab. Pilz, Todesstoß. Ich glaube, die leben noch. Ja. Alter, die haben schon 3er Stärke jetzt. Tschüss. Der ist weg. Haben wir nur noch einen Pilz. Und der geht auf meinen armen, armen Grex darauf. Aber Damage Zimmer, das ist sehr gut. Jetzt bin ich gespannt, ob wir Obscuras bekommen oder unsere Shiitake-Pilze. Gott sei Dank Shiitake-Pilze. Naja, Gott sei Dank. Kann auch scheiße enden. Alter, 6000 Damage. Uha. Und es reicht nicht. Jetzt kriege ich doppelte. 1800. Nein, nur 1000. Und jetzt aber das Dreifache an Damage. Bams. Jetzt bin ich weg. Oder auch nicht. Bams. So, kriege ich davon irgendwen weggeboostet? Den am besten. Böser Blick. Nice. Und dann Schlangen. Frisst mal rüber. Ich hoffe, die treffen auch. Mit den kleinen Schlinglein. Schlänglein. Wow. Der ist weg. Ja, und zwei haben ausgewichen. Ist nicht so schön. Bams. Ausgewichen. Bams. Scheiße. Alter. Die buffen sich hoch mit Attack und allen möglichen Dings. Gott sei Dank sind meine Schlangen jetzt unbesiegbar. Aber dann gehen die auf Flämmchen. Das ist nicht so gut. Bams. Okay. Solange die auf Chorus gehen, ist ja alles in Ordnung. So, Todesstoß mal 12. Bams. Ja. Alter, was die HP haben, wenn die so gepufft sind, wie wahnsinnig. Das ist abnormal. Das ist echt abnormal. Alter Schwede. Flämpchen, darfst du mal draufrotzen, bitte? Danke. Alter Schwede. Das ist abnormal, was die Buffs haben. Alter, 4000 Damage, willst du mich verarschen? Der Punkt ist echt scheiße. Ich sag's euch, wie es ist. Komm, Buff entfernen, bitte. Buffs entfernen. Nein, natürlich nicht. Warum denn auch? Nur Kreideschall drauf, ja? Bams. Nur 1000 Damage. Der ist ja auch gleich auf 10. Mach weg. Mach weg, das blöde Flämmchen. Mach weg. Alter, das reicht nicht.
Da sind mal 9000 Damage reingedrückt, aber nö. Und die sind schon wieder weg. Krass. Bams. Können wir wieder gleich machen. Komm zurückholen. Bams. Jetzt ist er aber weg damit. Ist tot. Uha. Und jetzt wird es mit Freunden einsetzen. Das wird jetzt eine mega Spaß. Aber den Freund kann ich in dem Fall ja besser einsetzen, da, wenn die einmal die Bass hoch haben, dass die einfach alle wegrotzt danach. So, ich hoffe, ich kann vorher noch spotten. Wahrscheinlich nicht. Scheiße. Und immun gegen Verbrennen sind sie auch. Yay. Autsch. Hört auf Lämpchen immer zu gehen. Was soll denn das? Erstmal spotten. Das macht meine Vipern ein bisschen stärker. Das buffen kann ich auch. So, jetzt gibt's ein bisschen rübergerotze. Bams. Sehr schön. So, jetzt darf ein Freund einsetzen. Ich habe gesagt, das müssen wir irgendwie so schaffen, auch ohne. Puh, haben wir denn was? Bruder, hau mal rein. Zeig mal, was du drauf hast, ey, mit deinem Chorus. Ich darf mir keine Diamanten wegschmeißen, das heißt, ich muss den alles irgendwie so wegmachen. Wolf, 42.000 Damage. 18.000 Damage, okay. Sehr gut. Also weg mit den kleinen Scheißpilzen. Den einen müssen wir wegbekommen, selber. Wenn das nicht nötig ist, dann weiß ich auch nicht. Bams. Bams. Au. Bams. Au. Gorgonen. Oh yeah. Das blöde Viech da. Brennen nieder oder irgendwas. Aber nein. Diamanten haben wir zu wenig, um noch einen Freund einzusetzen. Aber wir können ihn schön im bösen Blick reinsitzen. Und das war's dann für ihn. Bams. Immun sind sie dagegen nicht. Das heißt, Schlangenteam ist hier wirklich OP. Evolvieren müsste ich die Dinger noch ein bisschen und, naja, ein bisschen mehr. Ja, eigentlich evolvieren, das reicht halt eigentlich. Bams. Schaden mal 10 und es reicht einfach nicht. Alter Schwede. Jetzt ist aber Schluss, mein kleiner Schitankepelz. Bams. Und das machen wir jetzt so oft, wie es möglich ist. Ja. Wie viel kriege ich denn jetzt eigentlich? Hier wird den Boost gekauft für 1000 Diamanten. Was bekomme ich denn dafür? Ja, mit den. Okay. Eigentlich nichts mehr aus, was ich vorher schon hatte. Hatten wir vorher schon Boost? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Und wir sind wieder zurück. Und ich war ja ziemlich hart pushen, was das Gilden-Turnier angeht. Besser gesagt, quasi Gilden-Turnier. Und zwar, ich habe das hier gekauft. Ich habe Heldenmut gekauft, Leute. Ja, Heldenmut brauchst du für Boss-Invasions-Dungeons. Jetzt weiß ich endlich, was ich gekauft habe. Und alle habt ihr. Ich glaube, 2 Heldenmut, also in dem Fall werden das ja 20 Heldenmut bekommen oder sowas. Ich habe keine Ahnung, aber zumindest habt ihr alle normalerweise von mir jetzt Heldenmut bekommen. Das heißt, ihr könnt richtig diese Invasions-Dungeons durchsuchten, bis ihr halt keine Heldenmuts mehr habt. Und ich muss ja noch ein bisschen was gucken. Erstmal, ich habe mittlerweile ein Team herausgefunden, was hier am besten bin rasiert. Was? Das will doch keiner wissen, Junge. Das will doch keiner wissen. What the fuck? Was da hinten mal im Chat steht, ist eine Katastrophe. Holy moly. Was würdest du da irgendwer wissen wollen, Alter? What the fuck? So, zumindest. Ich habe ein Team herausgefunden, was eigentlich sehr gut funktioniert, ohne dass ich eigentlich einen Freund einsetzen muss. So. Und ich bin eigentlich ziemlich froh, dass ich endlich was herausgefunden habe. Und bevor ihr mich fragt, warum ich Jasmin Blume hier mit habe, anstatt einen Damage Maker, liegt daran, wenn hier anstatt diesen 3 verdammten Shiitake-Pilzen ein Obscura stehen würde, wäre ich ziemlich gefickt. Ja, dann wäre ich ziemlich gefickt. Komm, mach kaputt. Bams. Naja, fast kaputt ist auch kaputt. So. Die machen noch mit ihrer Scheiße. So, wir sind jetzt mal 8 gebufft. Das ist so OP eigentlich. Warte mal, ich habe sicher doch irgendwo, auch wenn die noch ziemlich schwach sind, kann ich mir endlich mal diesen scheiß Debuff hier wegmachen oder ihren Buffs. Ja, und zwar, ich habe hier, da, DL5 irgendwas. Läuft, mach mal die scheiß Buffs weg. Danke sehr. Sehr schön. Rein nur zum Buffs weg schnibbeln ist das sehr geil. So, erstmal auf die da drauf. Mit Schlangenspeer. Oh yeah, 7000 Damage. Chorus deines Amtes, mach mal ein bisschen Mampf. 1, 2. Ah, kannst du nicht auf den kleinen Mini gehen da? HP heilen. Boah, das nervt.
kleinen Viecher, ey. Babs. Mach mal ein Kaputt davon. Dann, Alter, was der aushält. Ist ja abnormal. Ultraschall. Voll auf den Falschen, aber hey. Ist egal. So, er schreibt irgendwas von. Also, ich rasiere mich schon seit Jahren. Okay. Ja, wie gesagt, es interessiert jeden, ob der rasiert ist oder nicht. What the fuck, Alter. Gelegentlich denkst du mal im Chat, oh, Alter, was ist los hier? Wutanfall ist nicht so gut, aber wir überleben. So, er ist auf Rage. Das heißt, wenn er getötet wird, oha. Die Diskussion geht weiter. Wenn ihr das verfolgen wollt, könnt ihr da drauf gucken. Ich ignoriere es einmal. Obwohl es ein bisschen schwer fällt. Steve ist auch ein bisschen interessant, was der dazu sagen hat. Aber okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Chat-Demon hier sind echt on point. Hin und wieder. So, nun dann. Mach den kaputt, dann macht er. Oh Mann, jetzt nicht mehr. Wenn der voll auf Rot ist und den kaputt machen, macht es richtig bumm. Und der Damage ist auch schon einiges höher. So, erstmal die alle wegrotzen. Bams. Wie gesagt, ich habe herausgefunden, wie es hier am besten durchgeht. What the fuck? Was der alle schreibt hier? Bams, ja. Reicht leider nicht. So. Das war jetzt eigentlich blöde. Oder auf der anderen Seite nicht. Wenn er zu viel Buffs hat. Wenn du zu viel Buffs hast, dann vernichtet er sich dabei selber mit diesem bösen Blick. Das ist schon krass. Oha. Nun denn, wir haben es, glaube ich, alles abgeschlossen. Wir können das nicht mehr wiederholen. Ah ja, wir sind Platz 1 in unserer eigenen Gilde. Aha, in unserer Gilde. Ja, bin ich mal... Ich habe gesagt, ich habe hart gepusht. Auf 5160 Deldenbode. Wiederholen kann ich es leider, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht. Also, mal gucken. Nein, mir fehlen diese... Zu wenig Heldenmut. Und diesen Heldenmut, wo kann man den eigentlich sammeln? Wahrscheinlich da aus diesen... Ernsthaft? Ich krieg erst 50 Heldenmut, wenn ich... Was? Was? Was zum Teufel? Ist er mich eingeficken, Alter? What the fuck? Ich krieg erst wieder 50 Heldenmut, wenn ich 5500... Gildenpunkte erspielt habe. Krasse Scheiße. Das hier kann ich aber leider nicht spielen. Was ich weiß. Nein, kann ich nicht spielen. Erst bei... Da fehlen noch 31.910 Punkte. Ich glaub's ja nicht. Gestern waren das weniger. Ja, gestern waren das noch weniger. Oder war... Nein. Nein, deine Gilde benötigt noch... Stimmt. Ja, huha. Aber zu heute sind es schon mal 20.000 weniger. Ist schon mal gut. Ey, das ist ja abnormal. Ich brauche für Gildenheld 5.500 Punkte. Und da bekomme ich nur Token raus. Boah, das ist ja... Leute, hin und wieder. Hin und wieder. Für viel mehr eigentlich noch Sphären. What the fuck? Ja, genau. Oh Mann, Tod von oben. Event Boost endet. Ja, ja. Deine Gilde hat am Tod vom Boden Event Boost 13 Missionen abgeschlossen. Leider hat deine Gilde nicht genug Missionen abgeschlossen, um weitere Prämien zu erhalten. Ist der mich faken eigentlich? Aber wie gesagt, das finde ich eigentlich ziemlich scheiße von Big Fish. So zwingen, Leute. Ja. Wir können ja mal leichte Beute machen. Die verballern sie mal raus. Einmal leichte Beute. Yeah. Zweimal leichte Beute. Nein, nein, ich muss ja was anderes machen. Ich wollte gucken, ob ich Ferro noch. Also Ferro noch. Ich meine nicht Ferno. Ob ich noch die Dinger da hochbekomme. Für unseren geilen neuen Helm. Solaris, ja. Ich habe mal kurz überlegt, ja, Donge. So. Erstmal ganz nach unten. Solaris. Hoffentlich warst du nicht so oft in Solarium, ja? Ich meine, ja. Ja, Witz ist schlecht, aber okay. So. Wir werden hier auf leichte Beute einfach mal krampfhaft versuchen, zwei Evos herauszuziehen. Zwei Himmel-Evos, nicht zu versetzen. Nebenbei, wir holen uns auch sehr wichtige Materialien, wie zum Beispiel diese Sphären-Dinger oder diese Evos oder sogar, naja, die Runen sind nicht so wichtig. Eigentlich nur die Sphären, Evos und diese Medaille. Wenn er mal wieder eins rausploppen würde. Aber wahrscheinlich kriegen die mal ein Evo raus hier. Oder ich habe sogar vielleicht sogar einen übersehen. Wer weiß das schon? Hua. Nun denn. Ja, die Evos kriege ich auch. Diese Medaille sind wertvoll. Hartes Eisen und glühende Kohlen. Das kann man gebrauchen, um
Aber Himmel Evo schaut ziemlich mager aus. Schade. Schade, schade. Zum Fusionieren fehlt mir die Kohle. Und generell überhaupt alles. So. Ja. Wie viel fehlen mir eigentlich davon? Zwei genau Scheiße, diese. Zwei von diesen Kackern. Und dann könnte ich mal den Phönix hier richtig schön einsetzen. Oh ja. Und so ein Solaris. Mal den kleinen Vogel mal zu einem richtigen Ausgewachsenen zu machen. Und einen Greifvogel draus zu machen, der was alles niedermampft. Aber bis zum nächsten Mal. Euer GB Crazy draußen sagt tü-tü-tü. Und nicht vergessen, Montag ist sicher wieder ein paar Plätze frei für die Gilde. Und abonnieren, liken, teilen und natürlich fest am Gildenkronen sammeln. Ich meine, die Woche wird es auch nichts mit den 5000 Gildenkronen, aber wir sind ja gut dabei. Wir sortieren ja heftig schön aus, was ich ja überhaupt heftig finde. Ich habe ja heute in der Früh 6 Spieler rausgeschmissen, die haben wir wieder voll. Krass, Alter, ihr seid ja wahnsinnig. Er war alles da Wahnsinn. So, nun denn. Wie gesagt, 10 Kronen müsst ihr die Woche sammeln, um drin zu bleiben. Nächste Woche dann 20. Und wir machen das so weit, bis alle 120 Kronen in der Woche sammeln sollen. Ja. Und dann ist das mal fix. Das bleibt dann so. Und dann werden wir da reden, dass wir eine Bauerwoche machen und so, dass wir mal alle versuchen, 210 zu schaffen und mal Platz 1 im Gilden-Kronenturnier zu werden. Dann bis zum nächsten Mal. RGB Crazy draußen sagt: Dü-dü-dü. Oh yeah.